Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy und wir sind hier weiter fleißig am Miragen fangen. Wir haben hier an diesem Ort noch, Moment, drei Stück, die wir noch nicht haben, ne, die wir aber schon entdeckt haben. Somit müsste es möglich sein, die auch noch zu kriegen und ja, wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Sind die hier dabei? Ich glaube, die sind hier nicht dabei. Das sind alles welche, die wir schon haben. Wobei, eventuell sind sogar die in der... Mit der Rüstung sind eventuell die, die wir noch brauchen. Also die mit dem Schild und dem Schwert. Oh, die pushen sich erstmal gegenseitig, alles klar. Ja, sauber. Schön weg damit. Das Ganze kann man aber auch nebenbei als Training sehen. Wir müssen ja auch noch ein bisschen stärker werden, weil wir bisher jetzt nicht gerade geglänzt haben in unseren Kämpfen. Somit ist auch das eine gute Sache. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist, ich werde den... Na, wobei, ich brauche den Goblin eigentlich nicht austauschen, weil der rote ist auch nicht besser als der... Also der einfache rote ist auch nicht besser als der... Dunkle Goblin. Von dem her kann ich es auch so lassen, wie es ist. Wir brauchen einfach halt jetzt nur ein bisschen Glück, dass wir halt dieses Chocobo am besten finden. Das will ich unbedingt haben. Na, jetzt ist wieder nicht dabei. Es ist feuerresistent. Warum? Ganz einfach, weil es... Frieflit, oder wie das heißt, auf dem Kopf hat. Oder im Stapel ist, wie man es in dem Spiel ausdrücken würde. So. Ja, schön, Level steigen, kann auch nicht schaden. Fertigkeiten mal eben kurz nochmal ein bisschen heilen. Ah, habe ich den falschen Stapel geheilt, ne? Shit. Naja, egal. Werden es überleben. Wie ist es hier eigentlich? Können wir hier auch? Ne, hier können wir dieses Wind laufen, oder wie das hieß. Wie Zoe, oder wie die heißt, noch das genannt hat. Seraphie? Irgendwie so hat sie das so genannt. Warte mal, guck mal, hier gibt es noch einen Gang. Den haben wir gar nicht entdeckt. Aha. Ah, sieh mal einer an. Da ist noch eine Schatztruhe versteckt. Zwei Phönixfedern. Sehr gut. Alrighty, let's go. Come on, bring. Dafür hat sich das auch nochmal gelohnt, hier lang zu marschieren. Boah, das war ein Volltreffer mit 412. Direkt weggebratzt, das Vieh. Ah, verfehlt. Ey, was ist denn hier wieder mit der Genauigkeit los? Und da gibt es nochmal einen Volltreffer dafür. Er darf sich jetzt mal eben kurz heilen. Weil im Kampf ist es nicht so... Verbraucht das nicht so viel. Energie. Werk auf Stufe 10. So will ich das sehen. So will ich das sehen. So. Watschel die Watschel. Trotzdem kommen diese, ja, die uns da fehlen, kommen hier irgendwie nie. Ich weiß auch nicht, welche das sein sollen. Irgendwie sagen die mir gar nichts. Da sieht nur der Helm ein bisschen anders aus, aber ich habe die, glaube ich, hier noch gar nicht gesehen gehabt. So, den ersten haben wir down. Er darf sich jetzt nochmal heilen. Sehr gut. Jetzt darf er sich nochmal heilen.
Einfach nur, damit er dann halt wieder ein bisschen fit ist. Victory! Eigentlich sind die kleinen Stapel auch nur zum Schwächen nützlich, ne? Wenn du einen, wenn man einen fangen will und dann halt den dafür schwächen muss, dann ja, dann kann man gut und gerne mal den Stapel lösen, um halt mit den kleinen einzelnen anzugreifen. Aber sonst macht das, macht so ein kleiner Stapel eigentlich keinen Sinn. Gib mir das Schokobo! Verdammt. Ja, haben schon mal zwei down. Das ist sehr schön. Zack. Ja. Also man merkt schon, dass wir halt stärker werden. Wie easy der Kampf war. Ja, Free ist auch jetzt schon. Free Frit oder wie der heißt. Auch schon auf Stufe 10. So, hier haben wir uns jetzt mal wieder geheilt. Und da haben wir noch eine Schatztruhe übersehen gehabt. Drei Heiltränke. Immerhin. Immerhin. Das ist doch ganz schön. Jetzt nochmal abchecken, ob hier, ja, hier sind, hier soll es die immer noch angeblich geben. Aber von denen habe ich noch keinen einzigen angetroffen. So, weggeklatscht. Klatsch, Praline. So. Haben wir den auch erledigt. Das war ja... So ein Dreierteam sind gar keine Gegner mehr. Bringt aber auch nicht viel. Oh, guck mal, da ist noch eine Schatztruhe. Na, das lohnt sich ja richtig, dass wir hier nochmal lang gehen. Habe ich doch so viel übersehen. Du hast ein zwei Balancehalter gefunden. Was auch immer Balancehalter sind. Ja, das ist natürlich jetzt ganz easy. Wie der eine Dreierstapel einfach mal ein ganzes Stück besser ist als der andere. Aber gut, sie hat Fifrit dabei, ne? Ja, wobei, ich hab Tama dabei. Aber Tama muss halt gerade die Schwäche von... Nee, Tama steigt irgendwie gar nicht mehr. Guck mal, die Stufe 8. Bei ihr sind schon alle auf Stufe 10. Und bei mir... Hä? Warum? Vielleicht, weil sie die ganze Zeit vorgeht. Muss ich das vielleicht mal wieder tauschen? Ist das, spielt das eine Rolle? Nee, er geht vor. Hä? Komisch. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Warum er so schlecht steigt im Vergleich. So, ist da noch was? Nö. Wollte ich auch nochmal abchecken. Jetzt werde ich nochmal abchecken, ob da vielleicht jetzt doch wieder ein Vögelchen ist. Aber ich glaube, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Doch, da ist eins. Diesmal können wir es fangen. Geil. Geil. Das ist richtig nice. Ich glaube, das ist ziemlich stark, das Vieh. So. Ist das überhaupt sinnvoll? Warte mal, wie viel hatte das nochmal? Wir analysieren erstmal. Achso, es hat keine Analyse. Dann lösen wir den Stapel auf. Und machen hier erstmal eine Analyse. Wie viel Leben hat das nochmal? Ich glaube 327, ja. Ja, greifen wir mal mit allen Einzelnen an. Machen hier auch den Stapel lösen. Wenn wir jetzt noch mit allen Einzelnen angreifen, dann
Dann müsste es auf jeden Fall in den Mode reinkommen, dass wir es fangen können. Wen haben wir jetzt gerade? Tama. Tama ist zu stark. Das geht einfach nicht zu fangen. Scheiße. Aber von der Erfahrung her ist es geil, aber man kann es einfach nicht fangen. Shit. Das ärgert mich jetzt. Jetzt haben wir es wieder nicht gefangen. Ich will mal jetzt was ausprobieren. Wenn wir in das Portal gehen und dann wieder zurückgehen, ob wir es dann nochmal dort antreffen. Weil wenn das wirklich so ist, dann wäre das das beste Training, was man machen könnte, weil das Vieh einfach ultra heftig ist. Von der Erfahrung her. Selbst wenn wir es nicht hinbekommen, es so zu schwächen, dass wir nach Neuwaldenberg zurückkehren, ja. Können wir dann nicht auch genau an diesen Ort wieder... Ah, okay. Eine neue Tür soll in Neuwaldenberg erschienen sein. It sure looks like a door, but does it even go anywhere? Hello? Let's check it out. Hey! Ich weiß gar nicht, ob das jetzt storyline-technisch richtig ist, was wir hier machen. Weil eigentlich hätten wir ja mit dem Zug fahren sollen. Guck mal da. Wer ist sie? Visitors? What an unusual surprise. Who are you? And where are we? My name is... Huh? Was right there on the tip of my tongue. Use it or lose it, I suppose. Das namenlose Mädchen. Oh, but this is my tea room. So who are you? Will you join me for tea? Well, you might say that we're sort of passing through. But I'm Lon, and this is... It's Rain. And my brother and I are from Ninewood Hills. Lon and Rain from Ninewood Hills. Of course! I had a dream about this. I saw the two of you come here. Today's the day. Huh? Right. I think I might know why you've come here. Shall we get started? Sorry, come again? You know what me and Rain are doing here, even though we don't have the slightest clue? Mm-hmm. You're keepers looking for new mirages. You've come to touch the souls of your friends, their past, present, and future, to step into their shoes and fight when mirages threaten them and they need you most, to sway them towards success. Correct? I don't know. Wow, dude. That was a lot of words. Hey, Rain, you follow that? No, I am officially lost. So, whose soul will you touch? Stellvertreterkämpfe. Stellvertreterkämpfe kannst du im Zimmer des namenlosen Mädchens bestreiten. In ihnen kannst du die Seelen derer berühren, die du auf deiner Reise getroffen hast. Jawohl, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Zeit spielt keine Rolle. Wann immer du willst, kannst du in der Stunde ihrer Not erscheinen, um ihren Platz in einem wichtigen Kampf einzunehmen. Jawohl. Krieger des Lichts. Heldenemblem wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenlosen Mädchens erwerben. So, wir speichern hier erstmal. Und dann checken wir mal ab, was das hier auf sich hat. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Funktion, wo wenn ein Freund, also sag ich mal jetzt irgendein Zuschauer, ihr nicht weiterkommen würdet an einer Stelle und sagen würdet, jo, kannst du mir helfen? Dein Team ist stärker als meins oder dein Team passt besser zum Gegner als meins. Dann könnte ich für euch diese Mission eventuell erledigen, obwohl ihr sie selber gar nicht packt. Sowas, so stelle ich mir das jetzt vor. Kann aber auch totaler Blödsinn sein. Hello. What now? Seelen berühren. Alma-Kristalle eintauschen. Seelen berühren? Whose soul will you touch? Na, das namenlose Mädchen. Hilft dem Krieger des Lichts. Wie jeden Tag patrouilliert der Krieger des Lichts unermüdlich die Straßen von Cornelia, um die Bürger vor allen Gefahren zu beschützen. Und heute verspricht ein ereignisreicher Tag zu werden. Denn plötzlich
macht er eine verdächtige Gestalt auf der Schlossmauer aus. Ich würde sagen, das, warte mal, das machen wir jetzt eben noch. Das will ich jetzt noch durchziehen, komm. 3 Ethers ist die Belohnung. Gespeichert hatte ich ja kurz vorher. Damit sind wir auch auf der sicheren Seite, so dass wir, wenn wir verkacken, das... I never believed it to be more than a legend. A bedtime story someone concocted to fill the dreams of children. But the warriors of light are real. One lives in me. Shocking, and yet this part of me has stirred before. I must be more tired than I thought. Far too much excitement all at once. Hm? Oh je, oh je. Dann machen wir uns mal ran. You won't find her. After all, she likes spending time with her subjects. You were mistaken to search here. Ach so, dann kämpfen wir jetzt sogar mit ihm. Nee, wir kämpfen für ihn. How did we get ourselves dragged into battle? From this room, you can take control of your friend's destiny and redirect the course of their lives by fighting their most crucial battles. Okay. So it's like we're helping them in secret? You can think of it like that. Hey, get ready. Dann mal los. Alter, die sind ganz schön stark. See how you like this. Was ist denn da jetzt los? Here goes. 143 Damage, okay. Die sind aber ganz schön heftig. Mal eben kurz gucken, wenn ich hier in dem Modus bin, sehe ich ja die Leben, okay? Dann machen wir jetzt aber lieber bei dem anderen weiter. Weil diese müssen erstmal weg. Ja. Erstmal die entsorgen. So, dann haben wir den ersten, müssten wir jetzt weg haben. Ja. Ich würde sagen, ich baller mir mal ein Heiltrank drauf. So. Ja, machen wir mal doch da weiter. Was ist denn hier mit dem Stapel? Warum wackelt der die ganze Zeit? Feuer! Fuchsfeuer. Fuchsfeuer zieht voll wenig ab, Mann. Das ist voll nicht geil. Weiter. So, sie kann sich mal eben kurz selbst heilen. Gegenstände, Heiltrank. Rain. Jetzt wackeln beide so rum. Scheiße. Das könnte tödlich werden. Ja. Genau das meine ich. Stapeln. Schaden, ey, das ist viel zu wenig. Nein, er ist down.
pack doch endlich mal ab, du Kackding. Ja, ist richtig. Los. Der stirbt einfach nicht, Mann. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust, hier so viel zu verschwenden an Tränken und was auch immer. Wir kacken jetzt ab. Dann sind wir Game Over und in der nächsten Folge machen wir dann da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ach, guck mal, hier kackt man sogar gar nicht ab. Hier bleibt man dann einfach. Das ist gar nicht so schlimm, wenn man da drin stirbt. Naja, auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.